kann sie von hier aus sehen, meine werten Freunde. Sie befindet sich direkt vor uns. Wir haben das Zimmer von oben bis unten durchsucht, Holmes. Wie sollen wir sie also übersehen haben können? Indem wir dem einzigen Opfer dieses Kriminalfalls keine Beachtung geschenkt haben. Welches Opfer? Niemand ist zu Tode gekommen. Doch, Watson, ein armer Goldfisch, für den das Schicksal vorgesehen hatte, von einer der wertvollsten Halsketten ganz Englands erdrückt zu werden. Das Aquarium befindet sich direkt unter dem Kronleuchter. Ich verstehe. Der kleine Affe hat sich die Halskette wahrscheinlich umgehängt und sie dann verloren, als er vom Kronleuchter gesprungen ist. Sie ist dann ins Aquarium gefallen, wo sie immer noch liegt. Marquis, hier haben Sie Ihre Halskette. Etwas nass, aber unversehrt. Mr. Holmes, mit dieser brillanten Demonstration wurden Sie Ihrem Ruf mehr als gerecht. Ich danke Ihnen vielmals, Marquis. Möchten Sie sich von der Echtheit der Halskette überzeugen? Nein, ich erkenne sie wieder. Ich habe schon viele Stunden damit zugebracht, sie zu bestaunen, müssen Sie wissen. Gut, ich lege sie lieber in den Schrank und... Inspektor, gerade wurde eine Bank überfallen. Sie müssen unverzüglich mitkommen. Befehl von Scotland Yard. Was sind das nur für Zeiten? Meine Herren, die Pflicht ruft. Ich empfehle mich, Marquis. Ach, und Mr. Holmes, wie immer gute Arbeit. So, die Halskette ist im Schrank. Die Sache hier hat uns lange genug aufgehalten. Auf nach Hause, Watson. Ah, ja, gut, wie Sie meinen. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, Marquis. War mir ein Vergnügen, meine Herren. Und nochmals, danke. Die Zeitung von heute Morgen. Holmes, haben Sie den Artikel über Sie gelesen? Nein, Watson, noch nicht. Und ich habe auch keine Zeit. Lesen Sie ihn, bevor Sie gehen. Er ist empörend. Wenn Sie darauf bestehen. Prinz Woodville, ein französischer Dudelsackspieler und Experte auf kulinarischem Gebiet, könnte unser nächster König werden. Ich denke, es gibt Schlimmeres, mein lieber Freund. Sie wissen genau, welchen Artikel ich meine, Holmes. Wie kann Farley es wagen, Sie so zu verunglimpfen und damit Ihren Ruf zu schädigen? Ach, wissen Sie, Watson, wo Ruhm und Ehre walten, ist Neid nicht weit. Und was die Fälschung der Halskette betrifft, werden wir vermutlich schon bald Klarheit erlangen. Kommen Sie herein, Inspektor Baines, die Tür ist offen. Ah, Mr. Holmes. Woher wussten Sie, dass ich hier bin? Sie gehören zu den wenigen Besuchern, die die letzte Stufe der Treppe überspringen. Sie knarzt fürchterlich. Und dann ist da das Klimpern der Handschellen an Ihrem Gürtel. Was verschafft uns die Ehre Ihres Besuchs, Inspektor? Haben Sie das Schmierblatt gelesen? Inspektor, können Sie sich diese Verleumdung erklären? Wurde die samoanische Halskette wirklich mit einer Fälschung vertauscht? Ich weiß nicht, wie der Journalist an diese Information gelangt ist, aber es ist wahr. Dennoch, ich würde natürlich niemals die Integrität von Mr. Holmes in Frage stellen. Die Halskette ist eine Fälschung? Unmöglich! Der Marquis hat ihre Echtheit vor meinen eigenen Augen bestätigt, bevor Holmes sie in den Schrank gelegt hat. Mr. Holmes, der Marquis schenkt der Theorie von Osmond Farley Glauben. Ich wäre nicht überrascht, wenn dieser Kerl selbst hinter dieser Verleumdungskampagne stecken würde. Er arbeitet als freier Journalist und ist berüchtigt für seine reißerischen und unsachlichen Artikel. Auf jeden Fall hat uns der Marquis versichert, dass Sie die letzte Person waren, die die Halskette in den Händen gehalten hat. Wir müssen zurück zum Marquis, Holmes. Ich bin mir sicher, wir können diese Theorie mit Leichtigkeit widerlegen. Das ist nicht nötig.
Anschuldigungen wie diese fallen irgendwann von selbst in sich zusammen, so wie Mrs. Hudsons Soufflés. Außerdem gehört dieser Fall der Vergangenheit an und wir müssen uns auf das konzentrieren, was jetzt gerade ansteht. Vielleicht haben Sie recht, Holmes. Inspektor, ich nehme an, dass Sie die gefälschte Halskette bei sich haben. Deswegen sind Sie doch hier, nicht wahr? Ihre Vorgesetzten wollen, dass ich sie mir einmal genauer ansehe. So ist es. Sie sollten entweder bestätigen oder verneinen, dass Sie diese Fälschung in den Schrank gelegt haben. Kann das nicht warten? Lord Peregrine Maitland, Bischof von Knightsbridge, empfängt mich. Und was ist mit der Marquise, Sir? Sie ist außer sich. Schließlich steht die Hochzeit ihrer Tochter kurz bevor. Und bei der Halskette handelt es sich um die wichtigste Brautgabe der jungen Frau. Das sind ja rosige Aussichten für die Ehe. Holmes, verzeihen Sie, aber sollten Sie nicht wenigstens einen Blick auf die gefälschte Halskette werfen? Watson, ich habe eine Verabredung und es steht außer Frage, dass ich verspätet eintreffe. Es dauert doch nur ein paar Minuten. Sie müssen die Anschuldigungen dieses unverschämten Artikels unbedingt entkräften. Wenn Sie mir erlauben, Inspektor. Gerne. Also gut. Diese Perle hat eine andere Farbe. Diese Perle ist zu klein. Sie gehört nicht an diese Stelle. Diese drei Perlen sind von schlechterer Qualität. Zu viele Unstimmigkeiten. Diese Halskette ist eine Fälschung. Man sieht auf den ersten Blick, dass es sich nur um eine billige Kopie handelt. Der Fälscher muss gewollt haben, dass sie als solche erkannt wird. Wie konnten wir uns nur von einer derart offensichtlichen Fälschung täuschen lassen? Ich verstehe das nicht. Ja, wie ist das möglich? Holmes, haben Sie eine Theorie? Ich kann es mir nicht erklären. Sie haben darauf bestanden, dass ich die Halskette untersuche und das habe ich getan. Nun ist es wichtig, dass ich eine Verabredung wahrnehmen kann. Ich bin mir sicher, Sie werden etwas Klarheit in die Sache bringen, Inspektor. Holmes. Sie können mich begleiten, wenn Sie möchten, Watson. Auf Wiedersehen, Gentlemen. Ich halte Sie bezüglich meiner Ermittlungen auf dem Laufenden. Auf Wiedersehen, Inspektor. Sie haben einen Bischof erwähnt. Statten wir ihm zu Hause einen Besuch ab? Ja. Ich habe den Wohnort des Bischofs von Knightsbridge auf unserer Karte von London eingezeichnet. Sie liegt auf meinem Tisch. Würden Sie sie bitte holen? In Ordnung, Holmes. Ich habe die Karte gefunden. Die Polizei? Wie kann das sein? Woher wissen Sie? Können wir den Bischof von Knightsbridge sehen? Ja, natürlich. Aber kommen Sie doch rein. Was ist vorgefallen, Reverend? Was ist los? Ich weiß es nicht. Es muss gestern Abend passiert sein. Ich bin gerade erst gekommen und habe dann gleich diese makabre Entdeckung gemacht. Mein Gott, wie furchtbar. Ich habe noch niemanden informiert. Woher wussten Sie, dass... Holmes, sehen Sie! Der Bischof, auf schreckliche Weise verstümmelt. Wie entsetzlich! Verstümmelt und getötet. Er war ein guter Mensch. Wie konnte ihm nur jemand so etwas antun? Sehen Sie, er ist bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Welches Kind Gottes kann zu solch einer Tat fähig sein? Ganz offensichtlich jemand, der Gottes Führung nicht würdig ist, Reverend. Bitte beruhigen Sie sich und versuchen Sie, sich zu konzentrieren. Wir brauchen Ihre Hilfe. Welches Motiv könnte es für diese Tat gegeben haben? Ich hatte noch keine Zeit, mich genau umzusehen, aber auf den ersten Blick scheint nichts gestohlen worden zu sein. Außerdem hat seine Exzellenz ohnehin keine Wertgegenstände besessen. Tja, ansonsten wüsste ich nicht, was ich Ihnen noch sagen könnte. Notieren Sie das bitte, Doktor. Doktor? Sie sind gar nicht von der Polizei? Nein, Reverend. Mein Name ist Sherlock Holmes und das ist Dr. Watson. Wir sind auf Gesuch des Bischofs hier.
Wenn das so ist, muss ich Sie leider bitten, nichts anzurühren und zu gehen. Ich muss mich unverzüglich mit der Polizei in Verbindung setzen. Wenn die Beamten von Scotland Yard nicht weiter wissen, was nicht selten der Fall ist, das versichere ich Ihnen, ziehen Sie für gewöhnlich meine Hilfe zu Rate. Wenn Sie uns weiter forschen lassen, werden Sie die Antworten auf all Ihre Fragen bekommen. Das kommt nicht in Frage. Ich kenne Sie ja nicht einmal. Ich werde die Polizei rufen, ob Sie wollen oder nicht. Es wäre für alle besser, wenn Sie nicht die Beherrschung verlieren, Reverend. Watson, machen Sie sich Notizen? Die ganze Sache verspricht komplex zu werden. Wir dürfen nicht das kleinste Detail übersehen. Ja, Holmes, ich schreibe alles akribisch mit. Außerdem habe ich mir ein Deduktionssystem ausgedacht, das uns das Ziehen von Schlussfolgerungen erleichtert. Eins ist schon mal sicher. Das Verbrechen wurde nicht aus Habgier begangen. Der Reverend hat gesagt, dass ganz offensichtlich nichts Wertvolles entwendet wurde. Und in der Tat scheint der Bischof nichts besessen zu haben, was Raub als Motiv zulässt. Sehr gut, Watson. Fahren Sie fort. Ein zerbrochenes Fläschchen mit Blut nahe des Flaschenhalses. Was für ein merkwürdiger Geruch. Puh, das müssen chemische Inhaltsstoffe sein. Der Ofen ist randvoll. Sein Gesichtsausdruck offenbart, dass er fürchterlich gelitten hat. Sein Mund ist voller Blut und zwischen seinen Zähnen sind Hautfetzen zu erkennen. Seine Brust weist Schnittwunden auf. Ich würde sagen, von einer sehr scharfen und feinen Klinge. Seine Finger weisen Spuren extremer Gewalt auf. Seine Finger weisen Spuren extremer Gewalt auf. Sein Bauch ist mit Kratzern übersät. Ganz offensichtlich sind sie aber nicht frisch. Diese Verletzungen haben also nichts mit dem Mord zu tun. Seine Unterarme wurden aufgeschnitten und Teile der Haut abgerissen. Was meinen Sie, Watson? Ich würde sagen, er wurde bei lebendigem Leibe verspeist. Mir sind übrigens ungewöhnliche Zersetzungserscheinungen am Hautgewebe um die Wunden herum aufgefallen. Mein lieber Freund, alles deutet darauf hin, dass dieser Mann in seine eigenen Unterarme gebissen hat. Das ist unglaublich, Holmes! Ein Stück Seil, mit dem dieser arme Mann gefesselt wurde. Dieser arme Mann wurde bis unterhalb der Knie gefesselt. Sicher unter anderem, um ihn am Weglaufen zu hindern, aber hauptsächlich, um seine Schuhe ausziehen zu können. Seine Füße wurden verbrannt. Auf den ersten Blick würde ich sagen, er hatte Schuhgröße 9. Aber welche Rolle spielt das schon, Holmes? Ein Finger. Aber ganz offensichtlich nicht von den Händen des Bischofs von Knightsbridge. Wie entsetzlich! Hier fehlt etwas. Ach ja? Und was könnte das sein? Seine Schuhe. Watson, seine Schuhe fehlen.